Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist der Marc von Wolfsrudel. Herzlich willkommen zu Tag Nummer 7 und davon die Zusammenfassung. Als erstes seht ihr heute ein Video, das ich auf meiner Testkarte der Westbridge Hills Map aufgenommen habe. Den Jens, den ihr da seht, ist ein Mod und zwar mit verlängertem Förderband oder mit verlängertem Einzugsarm. Damit einfach der Baumstamm nicht so leicht außer Kontrolle gerät und nach links und nach rechts abrutscht und dann nicht mehr rein häckselt. Das habe ich hier getestet und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Nur, ihr seht gleich, die Spitze hört wieder auf, sich reinzuschieben. Also ich weiß nicht, ob das mehr keim geht. Ich meine, eigentlich müsste das doch gehen, oder? Weil, was willst du mit den Spitzen anfangen? Die bekommst du auch nicht weg. Die liegen dann immer rum. Müsste es da eigentlich alles reinhexen können, aber irgendwie blockiert er da auch wieder. Das sieht man jetzt eben gerade. Genau, ab jetzt zieht es nicht mehr rein. Geht es nicht mehr voran. Jetzt hört er wieder hier auf. Naja, gut. Ja, und dann in der nächsten Sequenz haben wir das Miststreuen mal angefangen. Das Mist ausbringen und Gülle ausbringen haben wir heute. Oder eben gestern am Tag 7 haben wir. Ja. Sehr effektiv gemacht. Gülle mit dem Zunoverfass und den Mist mit dem Straubmann mit dem größten Miststreuer ausgebracht. Ich finde, der Straubmann sieht wirklich sehr fantastisch aus. Also ein sehr schöner Miststreuer. Ist ja fast zu schade, um dass man damit Mist fährt. Und ich bin im Lamborghini und warte gerade, dass der Jojo hier mir schön auflädt. Einen schönen Mist. Aber der kann das ganz gut. Schauen wir mal. Auch so ewig, bis er da herholt. Schaltungssteuer, warte, wir sind denn die Norschwelt? Oh, jetzt habe ich aus Versehen angeschaltet und da kam hinten schon der Mist raus. Also das funktioniert überall, nicht nur auf dem Feld. Das ist dann halt nicht so toll, aber gut. Mit Achsen hängen an 6Ds. Müssen backen. Ja, Gott sei Dank ist es mit dem Teleskoplader ganz gut, weil mit dem Frontlader ist es echt schwerer. Aber davon seht ihr heute auch nochmal zum Schluss kurze Forstwirtschaftsvideos, die auch wirklich sehr geil sind. Weil mir das alles da gelungen ist, was ich vorhatte. Ja, und jetzt geht's los mit dem Miststreuen. Wieder mit dem Lamborghini, ihr seht schon. Und ich schätze mal auch, dass der so eine Streubreite von ca. 15 Meter hat. Was mir sehr gefällt, ist der Sound beim Aufladen vom Miststreuer, dieses Geräusch eben, dass irgendwas reinfällt, als wären es faule Äpfel oder halt irgendwie sowas, also was Festes, nichts Flüssiges, und das hört sich irgendwie doch ganz geil an. Schöner Sound. Und ja, ihr seht schon, ich komme gerade mal bis, genau, ich komme glaube ich gerade mal bis ganz nach vorne und nicht mehr ganz zurück. Also, ah, da müsste schon schnell draußen, muss man sagen. Also, das ist wie in der Realität auch. Du schaffst es wirklich nicht schnell, nicht weit und schon ist das Teil wieder leer. Obwohl da so viel drin wäre, also das wundert mich jetzt direkt. Ja, der mir jetzt Ohrhelfen vor dem Fadel. Na, ich fahre ja sogar nur bis zur Mitte. Ich fahre ja beim 27. Feld gerade mal bis zur Mitte und jetzt drehe ich um. Ja, gut, und schaffe es gar nicht mal bis ganz vorne und schon ist der wieder leer. Das ist echt abartig. Also, das ist. Es geht so schnell. Wahnsinn. Hilfe, ha? Jetzt habe ich da leider so einen kleinen Streif ausgelassen. Na, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ist das gut? Wäre natürlich schöner, wenn das ganze Feld schön ja, gedüngt ist mit Gülle und Mist und man da nichts mehr sieht. Und danach mit dem Grubber drauf und danach dann mit der Sämaschine. Das Schöne ist, bei einem Maisfeld, man kann einfach schön die Reihen abzählen, wo man dann, also das habe ich bei der Gülle immer gemacht, am Anfang sieht ihr dann in dem Video, haben wir nur Gülle eingegrubbert, also halt nur kurz, weil das habe ich dann sofort eingesehen, dass das nicht effektiv ist und dass das nervt, weil erstens mal die Gülle so schnell weg ist, fast genauso schnell, wie wenn man mit 15 Meter streut, man hat aber nur 3 Meter, das ist totaler Schwachsinn. Man muss ihn da schmeißen. Also habe ich den wieder verkauft, diesen Grubberaufsatz, und habe dann normal gestreut, 50 Meter. Und jetzt probieren wir es hier auch nochmal mit dem Baum reinzuziehen, auf unserer Map. Scheint auch wieder ganz gut zu klappen. Leider, gerade gesehen, der Baum ist einfach verschwunden.
beim Reinziehen, also irgendwie hat er verbuggt und auf einmal war der Baum weg. Später ist er dann wieder aufgetaucht und war dann in diesem Jens, war irgendwie fest drinne, hat er keine Kollision, man konnte durchgehen und durchpassen. Bestimmt wieder nicht spielt. Weht man? Was weht man denn? Ja, bekommt man den nicht mehr raus, echt bescheuert. Also, geht man mit Menschen nehmen. Sowas nervt echt ungemein. Ja, und der geht jetzt auch nicht mehr rein, aber gut. Ja, und jetzt wechseln wir zum Häckseln. Jojo im Häcksler und ich im Case Magnum mit dem Bergmann Silagewagen. Manni ist auch da, wir sind wieder zu dritt und fahren wieder rund um die Uhr. Bist du schon beim Häckseln. Schneller? Werden wir jetzt, glaube ich, auch. Ist ja gar nicht eigentlich. Was doch, Zähne? Jeden Tag machen oder fast jeden Tag. Ja. Sind das doch so eine schöne Arbeit. Auch wenn man dann lange braucht, um das alles wieder abzuladen und Geld zu bekommen, ist es halt doch auf normal einfach. Man merkt, dass es einfach fordernder ist und man einfach nicht weit weniger Geld bekommt als bei leicht. Deswegen kann ich das allen empfehlen, die nicht immer nur alleine spielen, sondern mal doch 3-4 Leute permanent zusammenbringen, dass die auf normal spielen, weil so macht es mehr Spaß. So hat man doch ein bisschen länger, bis man die teuersten Geräte hat und das Geld verdient. Man bekommt eben bei den Fruchtpreisen nur die Hälfte, alles, was man verkauft, bekommt man nur die Hälfte. Ja. Da fahre ich ganz exakt in seiner Spur. Das heißt, wenn er mitten durchs Feld fahren würde, würde das auch funktionieren. Weil ich so präzise fahren kann. Jetzt bin ich aber voll. Oder so gut wie. Manni ist aber auch schon da, also ist das wieder ein fliegender Wechsel. Einmal frei. Und jetzt bin ich mal im Häcksler, im Krone-Häcksler. Wir tauschen da immer, wechseln immer ein bisschen durch. So, was Häcksel macht auch. Wenn du kimmst, machst du das Silo früh und fangst Spaß. Denn das Gute ist, man kann immer das HUD auslassen. Wenn man nicht auf den Füllstand schauen muss, ja, wann ist der Anhänger voll? Ich muss einfach fahren, ich muss nur darauf achten, wann er sein Blinklicht und hupt, wann er voll ist. Aber ich kann immer das HUD auslassen und kann von mich hinfahren, wie ich will, solange ich will. Die Grafik stört nicht und deswegen ist das eine ganz gemütliche Aufgabe. Was du, wenn du die Krone jetzt anschaust, der schaut so gut texturiert aus. Wahnsinn. So, wollen wir weiter. So, jetzt sind wir da ein bisschen doof gefahren, weil wir hier in der Mitte was stehen lassen haben, aber gut, das nehmen wir später noch mit. Naja, der und jetzt geht wieder rauf. Diesmal ist Juli im Case drinne. Na. Oder da jetzt wieder in die gleiche Richtung fahren. Also ist schon Wahnsinn, was wir jetzt für einen Fuhrpark haben. Auch heute werdet ihr euch noch wundern, also heute Tag 8, was noch alles kommt, also was wir noch vorhaben. Da verrate ich jetzt noch mal nichts. Werdet ihr dann sehen. Wie Prozent? Jetzt ein Viertel. Auch die Innenansicht ist sehr schön, wo man dann auch noch sieht, wie es links und rechts den weißseitig reinzieht. Jetzt habe ich wirklich mal geschaut, die meisten sieht echt gut aus. So und auch in der Mitte kann man, also wenn man mit Innenansicht fährt, kann man sich natürlich auch schön an den Reihen richten. Man fährt, man schaut einfach, dass entweder das Lenkrad in der Mitte ist oder unten beim Maisgebiss. Unten beim Maisgebiss diese beigen Fortsätze. Dass die einfach in der Mitte von der Reihe sind, von der mittleren Reihe, und dann muss man dann nicht viel korrigieren. Geht sie gut, oder? Na. Auch Felder haben wir wieder ein bisschen erweitert. Heute 4 neue. Das seht ihr dann auch im Video. Jetzt kommt sogar der Manfred. Im Holland her. Ich habe die Sequenzen immer so ein bisschen zusammengeschnitten, dass es mal für verschiedene Situationen sind, sage ich mal. Einmal fährt der eine und einmal häckselt der andere. Und also nie so lange Sequenzen hintereinander, so gut einmal eine längere Sequenz, aber dass das alles einfach schön mal durchgewechselt ist und keine zu langen Sequenzen, dass ihr nicht einschlaft, soll ja für euch doch auch immer irgendwie spannend sein und abwechselnd. Deswegen haben wir eigentlich genug verschiedene Arbeiten in so einem Video. Deswegen ziehe ich das aktuell den normalen Let's Plays vor, weil wir halt die ganze Tagesübersicht haben und wie gesagt, wenn man wirklich 7-8 Stunden am Tag zockt,
kann man da einfach nicht so viel aufnehmen und das dann alles zeigen. Also ist es einfach die beste Variante, das immer ein bisschen nachzukommentieren, auch wenn das jeden Tag natürlich irgendwie mühsam ist, wenn man sich immer Zeit nehmen muss, eine Stunde oder so zum Video schneiden und rendern und dann eben nachkommentieren. Das dauert schon 1,5 Stunden. Aber gut, ich will ja selber, dass ich das immer mache oder dass ich das einhalte. Mal so jeden Tag von dem Spiel ins Play hatte ich, glaube ich, jetzt noch nie gemacht, außer mal Formel 1. Aber das war ja nur hochladen und nicht irgendwie nachkommentieren und sowas schneiden, das war ja ganz easy. Aber für einen Landwirtschaftssimulator, da nehme ich gern einige Mühen in den Kauf, denn das Spiel ist mir so, sag ich mal, wichtig von der... Ja. Das Spiel ist für mich einfach göttlich, ne? Ist ja klar. Wer es hat, der wird es verstehen und wer irgendwie Landwirt oder auf dem Land aufgewachsen ist wie ich, der kann da mitfühlen. Und jetzt sehen wir gleich den Jolland mit dem Zunahmefass beim Griller eingrubbern. Angegeben wird eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Wird nicht so ganz stimmen, denn der Traktor allein hat schon 3 Meter. Also ich schätze mal die Arbeitsbreite auf 5 Meter. 6 Meter sind es nicht, das wäre ein bisschen zu. Also es könnten 6 Meter sein, so zwischen 5 und 6 Meter. Wenn 6 Meter wären, wären es logisch, warum sie 3 Meter hingeschrieben haben. 3 Meter wäre dann quasi eine Seite des Obers, den man auseinanderklappen kann. Trotzdem ist es Wahnsinn, wie schnell. Ich habe jetzt gerade Money gesehen, wie da Mist zu streuen ist. Es ist Wahnsinn, wie schnell da hier leer wird, auch bei den 6 Metern Arbeitsbreite. Deswegen haben wir eben gesagt, es ist günstiger und der Grille hält länger, wenn wir normal fahren mit den 15 Metern streuen und dann gleich hinterher mit dem Grubber. So viel besser. Ich werde jetzt mal auch bei unseren Videos unseren Server verlinken, wie er heißt. Passwort haben wir keins. Wir haben mal zwei Auto akzeptieren aus, also ich schaue da schon, wer dann reinkommt, aber ich nehme mir eigentlich erstmal fast jeden an, außer ich kenne einen, der eine Scheiße gebaut hat. Es gab es mal zwei, aber gut. Aber sonst kommt jeder rein eigentlich und darf sich als geschickter Helfer und geschickter Bauer erweisen. Mit uns zusammen die ganze Karte schmeißen und den ganzen Hof. Haben wir da leider was ausgelassen. Das war blöde. Jetzt verschwenden wir für den kleinen Teil wieder so extrem viel Gülle, das ist echt nervig. Deswegen haben wir es vielleicht auch nicht nach vorne geschafft, weil wir eben so das kleine Stück da umsonst quasi gemacht haben. Man muss sagen, Gülle entleeren, das ist echt eine geile Sache. Wir in Bayern sagen einfach nur Gülle fahren oder Gülle fahren. Gülle ausbringen wäre wahrscheinlich der korrekte hochdeutsche Wortlaut. Man sieht auch, das Fass wird wahnsinnig schnell dreckig. Das haben wir haben jetzt gerade angefangen und schon ist das dreckig wie Sau. Das ist echt brutal, aber passt irgendwie, weil das Gelb sticht so extrem raus mit dem Dreck und Schmutz. Das sieht so genial aus, also echt Hammer. Ich habe das, glaube ich, auch jetzt gemacht. Nee, hier nicht. Dass man das genau sieht, wie die Schmutztextur rankommt. Also so, wie man sieht, wenn man genau hinschaut, beim Waschen, wie die Texturen immer leichter und leichter, leichter werden, diese einzelnen hunderten Stufen. Das kann man beobachten und man kann eben auch beobachten, dass der Schmutz langsam mehr wird. Also man kann wirklich die einzelnen Schmutzschichten oder Schmutzpartikel, Schmutztexturen wieder sehen, wie sie immer mehr werden, wo die dann Schmutz ausbreitet, wo gerade noch keiner war.
innerhalb 10 Sekunden, 20 Sekunden hinschauen, dann sieht man das schon sofort, merkt man. Das finde ich doch recht cool, dass man das dann schon sieht. Also geht es doch recht schnell mit dem Verschmutzen. Würde trotzdem interessieren, ob es noch eine weitere Stufe gibt, aber ich schätze mal nicht. Ich schätze mal so wie Danny Holland jetzt. Glaube ich, ist wird er nicht mehr viel schmutziger. Reicht ja eh schon, aber... Nee, noch ein bisschen stärker ging es noch, doch. Aber danach war dann Schluss. Ja, wir haben jetzt hier noch eben den Kotte Belgrand Container und den Kotte Zubringer am Laufen, am Start. Letztendlich finde ich jetzt gerade nicht den größten Sinn im Kotte Belgrand Container, denn wir sind hier beim Feld 22 und wer die Karte kennt, der weiß, dass Feld 22 nicht gerade sehr weit von der Kuhweide und auch von der BGA entfernt ist. Also wenn, dann hole ich mir Gülle mit dem Zubringer und lade sie dann gleich auf. Und wenn ich dann ausgeleert habe, dann fährt halt der zweite, der Spieler, oder man muss es halt selber machen, einfach wieder mit dem Zubringer zurück und holt nochmal neue Gülle. Und jetzt sehen wir eben das erste Mal einfach so beim Güllefahren, ohne grubbern und direktes Eingrubbern, sondern direkt 15 Meter Streubreite. Ich fange gerade am unteren Eck an, da sieht man schon wieder den Mangel durchs Bild huschen, der dann sofort schon Gülle holt. Und Nede kommt direkt zu mir hin, weil ich gleich ausleeren muss, weil ich leer bin, oder halt noch eben gleich 50% sowas hab. Ja, die Gülle geht natürlich schnell weg, aber ich muss schon sagen, dass Gülletextur beim Güllefahren, die sind auch sehr geil. Also so glitzert so richtig, also so einfach realistisch, muss man sagen. Das sieht echt geil aus, so lebendig. Nicht wie früher, also genial. Das waren ja früher mit dem Schleppschlauch, das war ja total doof mit den Schleppschläuchen. Da hat man gar nichts gesehen von der Gülle. Das war irgendwie nicht so sinnvoll. Und jetzt mit dem Zug nochmal was, geht das einwandfrei. Und hier mache ich auch wieder die Reihen abzählen. Also wer es mal wissen will, ich habe immer auf der linken Seite lasse ich immer 9 Reihen frei und die 9. ist, fahre ich dann mittig. Man hat ja hier eh in der Mitte diesen kleinen Höcker, damit man sieht, wo genau die Mitte ist, und fahre dann mit dem 9. Also ab da, wo schon quasi das Gülle gefahren wurde, ab da, wo es dunkel ist, dann die Reihe danach, die noch hell, die schon wieder hell ist, ab der ersten zähle ich bis 9, die 9. Reihe, dann schaue ich, dass die 9. Reihe dann die Mitte ist. Und das passt so ziemlich genau. Jetzt haben wir hier natürlich was ausgelassen, weil es sieht so fahren, wir sind genau gerade gefahren, also einwandfrei. Echt super. Am besten wäre es wirklich, man hätte mal 6 Leute, dann könnte man mit 2 häckseln. Einer ja, häckselt mit 2 fahren mit den Wagen. Einer tut hinterher schon mal wieder Gülle fahren. Und der andere grubbert ein. Und der dritte sät natürlich gleich wieder. Das wäre natürlich schon perfektes Timing. Ist echt geil. Oder man bräuchte eventuell sogar noch einen 7., der dann immer die Gülle holt. Aber das kann dann mal auch mal kurz der Helfer fahren lassen und dann weiter die Gülle ausbringen, und dann muss halt einer Helfer fahren lassen, holt er da die Ding, den Zubringer fast, füllt das auf. Und ich Depp habe jetzt erst gegen Ende des Tages gemerkt, dass es beim Kuhstall eine Güllegrube gibt. Derweil ist die unterirdisch, also falls ihr auch wie ich den Fehler gemacht habt und irgendwo eine Güllegrube gesucht hat, die oberirdisch ist, dann habe ich sogar gesehen, da ist ja keine, ne? Also gibt es keine Güllegrube bei den Kühen. Natürlich, aber ich habe das total übersehen, dass da so eine Pumpe steht. Da habe ich gar nicht, die habe ich quasi komplett übersehen, obwohl ich sie schon bemerkt habe oder mir aufgefallen ist, aber das ist so nicht geschnallt, dass es jetzt unterirdisch ist. Ich musste mir erst der Money sagen und dann habe ich das auch geschnallt. Da war dann doch einiges drin. Also ich weiß, man kann auch den Helfer fahren lassen. Beim Güllefahren ist es glaube ich auch neu, es war auch bei vorherigen LS-Versionen auch noch nie der Fall, glaube ich. Macht er ganz ordentlich. Das Coole ist auch, dass er keine Gülle verschwendet. Also wenn man jetzt sagen wir mal noch 3% hat oder 20 und man nochmal zurück muss beim Feld und dann auffüllen will, dann haut man bei den Helfer rein und dann kann man eben noch fertig fahren, ohne dass man schon leer wird auf dem Rückweg. Eine super Sache. Aber ich fahre dann doch lieber selbstständig, weil ich sag's so, beim Güllefahren, das ist was Geiles, wenn du es beim Mais machst, weil du es selbst abzählen kannst. Das heißt, du fährst immer perfekt eigentlich und verschwendest keinen Meter oder nur einen Meter von den 15 Metern und fährst halt doch so gerade, und deswegen mag ich das so.
Wenn es jetzt, sage ich mal, normales Getreide ist, dann kann man das schon mal akzeptieren, dass man an jemand anders fährt und den Helfer fahren lässt, je nachdem, wie viele Leute gerade online sind. Aber ich bitte euch wirklich, Leute, wenn ihr Lust habt, online zu zocken und noch keinen festen Server habt oder mal einen neuen Server wollt, kommt einfach zu uns rein. Wir haben kein Passwort. Sucht einfach nach das Wolfsrudel LS15. Ich weiß, es gibt auch zwei andere Server. Der eine hieß, glaube ich, irgendwas nur das Wolf, nur Wolfsrudel und Wolfsrudel Farm sowas. Und der andere hieß Wolfsrudel LS15. Dann frage ich mich wirklich, warum man unseren Servernamen nachmachen muss. Denn Wolfsrudel LS15 ist genau der gleiche Name wie bis auf unser das. Aber ihr wisst ja, wir heißen das Wolfsrudel LP und sind das Wolfsrudel. Also ist unser Server auch das Wolfsrudel LS15. Und wenn ihr den Server findet, das ist der richtige. Wir haben aktuell heute ein paar Mods reingetan, also ladet euch die einfach runter. Es sind wirklich sinnvolle Mods, zum Beispiel eben diesen, wer auch diesen New Holland Smart Trucks mit 435 PS so hässlich findet, der hat wie uns dann die Möglichkeit, dank Mods einfach den 435er mit normaler Bereifung runterzuladen. Sieht optisch natürlich dann genauso aus wie der 320er T8, hat halt doch noch mehr Pferdchen unter der Haube und ist eben auch nochmal leistungsfähiger. Und wir haben uns dann den geholt, dass wir einfach dann doch nochmal einen Großtraktor haben, der jetzt nicht exakt der gleiche ist von einem, den wir schon haben. Also haben wir dann doch zwei verschiedene. Und finde ich eine gute Idee. Dann haben wir noch eine platzierbare Rampe gefunden, die zwar optisch jetzt nicht so HD aussieht, aber sie erfüllt ihren Zweck, und zwar, dass wir beim Fliegel Baumstammtrailer hier, wo man die Baumstämme auflädt, dass wir da eine Rampe haben und dann mit dem Frontlader da reinkippen können, denn das ist immer ganz grenzwertig. Oder klappt eigentlich normalerweise nicht, also braucht man schon irgendwo eine Erhöhung für den Frontlader oder für den Traktor. Und da ist diese Rampe perfekt. Und dann haben wir eben noch diesen Jens-Häckselwagen, wie ihr schon gesehen habt, mit diesen längeren Einzugstisch oder Abladetisch. Der mir jetzt noch nicht ganz eine große Freude bereitet, weil er doch nicht so funktioniert, wie es nicht so funktioniert, wie er soll. Er soll einen Baum nach dem anderen häckseln, und zwar komplett, und das tut er nicht. Das ist doch mühsam, deswegen sind wir doch eher noch aufs normale Baumstamm wegbringen eingestellt. Und ihr seht schon am Ende des Videos, da gibt es auch einen großen Geldregen dadurch. Und heute haben wir uns dann auch den Scorpion King zugelegt, also erst gegen Ende des Tages, mit dem wir morgen sicherlich mal einige Bäume fällen werden. Klappt ja dann super, man kann ja richtig in den Fliegel reinkippen, ohne dass man da was falsch macht. Also einfach den Baum umsägen mit dem Scorpion King, noch in der Zange lassen, zum Fliegel schleppen, über den Fliegel drüber hieven und dann X drücken, 5 Meter eingestellt und zack, 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 und schon ist er fertig und alles in den Fliegel rein und wegfahren. So einfach kann das gehen. Jetzt könnt ihr hier vielleicht sogar noch erkennen, gerade beim Mais sehen, wie die Textur, wie die Schmutztextur größer wird, ja. Müsst ihr eigentlich erkennen, wie sie immer weiter leicht in die Mitte wandert. Ich kann es auf jeden Fall leicht erkennen. Eben Mais sehen mit dem Horsch Maestro, unser selbes Feld wie vorher. Das ist heute eben schon wieder reif, also werden wir heute definitiv wechseln. Und jetzt sind wir weiter oben im Case Magnum. Das ist dasselbe Feld, aber nur das Ende, da wo schon überall Gülle gefahren wurde und jetzt eben noch gegrubbert wird mit dem Wäderstadt Carrier. Verdammt geiler Grubber, muss ich schon sagen, oder eine Feld, eine Ecke, also füllt definitiv ihren Zweck und lässt sich auch gut fahren. Das Einzige ist, beim Umkehren oder Ankehren schafft man es nicht ganz, ohne nochmal stehen zu bleiben, werdet ihr jetzt eh gleich sehen, schafft man es nicht ganz, einmal frei zu wenden. Das wird jetzt echt knapp, auch wenn der Case einen super Wendekreis hat. Das Wäderstadt Carrier erlaubt es einfach nicht so eng umzudrehen. Ja, ist ganz knapp, man lässt meistens immer so ein kleines Stück aus, aber da muss man halt den Fahrer nochmal drüber fahren. Und hier habe ich auch einen Tipp für euch, nehmt die fünfte Reihe, also die fünfte Reihe ist dann die Mitte beim Wäderstadt Carrier, das wären dann auch exakt, damit man damit auch exakt fahren kann. Also links 4 und rechts 4 Reihen frei und in der Mitte die fünfte, dann kann man damit auch super schön fahren. Also da ist der Mais wirklich das Schönste, weil du einfach diese Reihen hast und einfach weißt, wo du fahren musst. Kannst auch mit Innenansicht fahren und das mache ich doch immer ganz gerne, wenn es die Möglichkeit zulässt und sowas, die reinzählen kann und sowas, ist das echt eine super Sache. Heute war es eh schwer, irgendwie die über 1 Stunde 7 Aufnahmen auf 30 Minuten zu kürzen.
Da sind wir jetzt, glaube ich, bei knapp 29 Minuten, also doch noch ganz gut geworden, auch wenn ihr halt da nicht so viel seht, aber alle wichtigen oder eigentlich doch die meisten Sachen, die wir gemacht haben, seht ihr dann hier. Nächstes, glaube ich, kommen wir dann nochmal kurz zum Grillefahren auf dem 9. Feld, auf dem 34er und 39er kombiniert. Es ist dann schon Nacht, also Nachtgrillefahren. Hier wird es ein bisschen knapp mit dem Feld. Ist halt einfach mal so, wenn es kein rechteckiges Feld ist wie auf Westbridge Hills, muss man doch mal Fahrkünste zeigen. Ja, hier sind wir jetzt eben beim 34er und 35er Feld, wie ich oben angesprochen hatte. Nochmal beim Gülle ausbringen. Links fährt gerade der Helfer oder ist das der Money? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ist der Helfer, der da gerade wieder mit dem Wählerstadt Carrier am Grubbern ist. Sieht immer wie schon schmutzig der Traktor, der die Holland, also wohl auch das Zunhammer sind. Ich bin jetzt eigentlich nicht der Typ, der jeden Tag alle Geräte wäscht und dann wieder sauber sind. Ich mag es eigentlich ganz dreckig. Also finde ich eigentlich schön. Gut, beim die Holland geht das wirklich auch sehr schnell, aber dass ich mag es eigentlich nie komplett sauber, auch wenn sie gleich wieder dreckig werden, aber. Es war bei vielen wirklich so, dass sie komplett sauber, hässlich aussehen, als mit ein bisschen Schmutz. Das passt einfach dazu. Und so ist es hier eigentlich auch. So, das ist jetzt schon richtig in der Nacht. Also in Gamezeit, glaube ich, 1 Uhr oder 2 Uhr. Es ist ja schon richtig dunkel, wenn man das sieht, man auch bei der Innenansicht. Wenn man sich hier von außen das ansieht, ist es eigentlich doch noch recht hell. Das wundert mich, glaube ich, weil der Mond so hell scheint. Aber es gab schon mal Zeitpunkte, da war es noch viel dunkler, da hast du kaum noch was gesehen, nur mit Licht eben, das ist dann schon realistisch. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Teil, zum Forstbereich. Da habe ich jetzt eben dann schon den New Holland mit Frontlader, mit hinten mit 1600 Kilo Gewicht, damit, selbst mit dem ist es oft schwierig, man kippt leicht nach vorne, weil einfach die Baumstämme so schwer sind. Und hier haben wir unseren Fliegeltrailer und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr zufällig auch in dem Forst seid, der ganz nahe der Sägerei ist, ist hier, wo ich gerade stehe, so eine kleine natürliche Rampe und dann würde ich den Fliegel einfach darunter hinstellen. Und oben drauf hinfahren, dann klappt das nämlich auch mit dem Frontlader zum Baumstamm reinkippen. Das ist jetzt, glaube ich, eh der letzte. Ja, der letzte Baumstamm. Und dann ist das brechend voll. Habe ich wirklich alles selber hinbekommen. Da bin ich jetzt irgendwie schon stolz, dass ich das geschafft habe. Am Anfang habe ich das gar nicht kapiert. Aber mit dem Frontlader ist das super, weil der die Baumstämme richtig schön einklemmen kann. Ich halbiere sie meistens immer. Und jetzt geht's los mit dem MAN, mit dem vollen Fliegeltrailer zum Verkaufen, zum Sägewerk. Soweit ich weiß, kann man sie eben nur ins Wasser schütten, die langen, die kurzen kann man eben auch hier in diesem markierten Bereich abgeben. Was ich noch nicht genau weiß, wenn man den Zug wegfahren lässt, ob das jetzt sich darauf auswirkt, ja, ob man da jetzt mehr bekommt. Aber ihr seht schon, Wahnsinn, ne? Wir hatten gerade 120.000, jetzt haben wir 517.000. Jetzt kommt aber noch der letzte Baumstamm, der ist da runtergefallen, den kicken wir noch rein und jetzt haben wir über 420.000 für diesen einen Hänger, das ist echt genial. Also kann ich euch Baum- und Forstwirtschaft wirklich empfehlen. Das war's wieder von mir, macht's gut, ich hoffe euch hat's gefallen, bis demnächst, ciao.